Dakaka ist nicht die einzige Sprache, die im Westen von Amrum auszusterben droht. Manfred Kriska arbeitet in Porvato, einem Ort am Meer. Die Sprache, die er untersucht, heißt Dakie. Viele Ältere nutzen sie noch, aber immer weniger Kinder. Sie ist nah verwandt mit Dakaka. Diese Gemeinschaft ist sehr stark, aber sie braucht Hilfe von außen, um die Sprachpolitik Vanuatus zu verwirklichen. In den ersten beiden Schuljahren soll nämlich die lokale Sprache verwendet werden. Doch dazu muss eine Sprache erstmal dokumentiert sein. Manfred Kriska arbeitet wie Kilo mit Informanten. Er lässt sich von einzelnen Geschichten erzählen. Dabei legt er ein Wörterbuch an und erarbeitet sich die Sprache Wort für Wort. Manchmal scheint ihn ein bisschen Heimweh zu plagen. Ja, wir sind hier in Porvato, das ist etwa 20 Kilometer von der Dakaka-Area. Und hier gibt es etwas, was es im Deutschen auch gibt, nämlich Umlaute, Ö und Ü. Zum Beispiel das Wort für faul, Dö. Und das Wort für verschlagen, Dö. Wie im Deutschen. Bevor Manfred Kriska Amrum für ein paar Wochen verlässt, druckt er das, was er bisher erarbeitet hat, aus. Die Bewohner von Porvato eingeladen, Veränderungen vorzuschlagen, wenn sie mit einigen Schreibweisen nicht einverstanden sind. Das Interesse ist groß, die Leute kommen zum Gästehaus. Nicht nur wegen der Sprache, sondern auch, weil sie der Drucker echt beeindruckt. Wochen später bereiten die Dorfbewohner ein Schwein vor für ein Fest. Manfred Kriska hofft, dass der Einsatz der Bewohner und seine Hilfe belohnt werden. What was really fascinating in the first two months. Mich fasziniert, dass man diesen Leuten helfen und etwas Sinnvolles für ihre Gemeinschaft beitragen kann. Die Gemeinschaft sieht das ebenso und so tauschen beide nach altem Brauch Geschenke aus. Brauch heißt auf Dakaka Ekuokuo. Davon profitieren beide, doch auf der Strecke bleibt das Schwein. Es gehört zum Abschiedsessen für Manfred Kriska. Der Sprachexperte ist gerührt und enträtselt in der nächsten Folge die weltberühmten Sandzeichnungen der Insel Amrum.